Warum streamst du nicht mit dem alten Model? Weil ich gerade mein Chibi-Model nutzen möchte. Ich will mich nicht jeden Stream rechtfertigen, warum ich mein Model nutze. Ich nutze das Model, worauf ich gerade Bock habe. Es tut mir leid, dass ich da gerade ein bisschen mehr drauf reagiere, aber ich wurde jetzt schon oft genug dran angesprochen. Das Model war freaking teuer, es macht mich happy, deswegen nutze ich gerade mein Chibi-Model. Und ich kann auch mein großes Model nutzen, so wie ich halt gerade Bock habe. Das neue Model ist ja auch nice even! Wie gesagt, es tut mir leid, dass ich da gerade ein bisschen allergisch drauf reagiere, aber ich werde jeden Stream dreimal gefragt und dann irgendwann bin ich auch ein bisschen allergisch. Ich weiß, ich sollte das nicht an jemanden auslassen. I'm sorry. Und ich meine, guckt euch das freaking Model an. Es ist das cuteste Model auf der ganzen Welt. It's freaking cute. And I have a banana. Sorry, was kann besser sein als eine Banane? Zwei Bananen. Ihr seid ganz richtig. Ich mag beide Models gleich. Ich möchte bitte nicht hören, dass andere Models schöner. Punkt. Ich will das nicht hören. Es sind meine Models. Ich finde beide gleich schön. Punkt. Jeder YouTuber, den ich kenne, mag einfach nicht die Aussage, ja, das alte Model war besser. You don't like it. In letzter Zeit einfach viel zu oft gehört. Jedes Model hat was Besonderes und deswegen irgendwie, auch in meinem kleinen Herzen, mag ich auch irgendwie meine richtig hässlichen ersten Rewrite-Models, weil es einfach zu dem Weg, zum Journey alles dazugehört. Was würdest du eine Mutter fragen, welches ihre Kinder sie lieber mag? Exactly! Ich liebe alle meine Kinder, okay? Jeder darf seine Präferenzen haben. Oh, oh Gott, no. Nein. So sollte es nicht rüberkommen. Ihr dürft natürlich auch gerne eure Präferenzen haben. Wenn ihr das große Model persönlich mehr mögt, dann ist das voll fein. Wenn ihr das Schiebemodel persönlich mehr mögt, ist das auch voll fein. Wenn ihr das Scratch-Model persönlich mehr mögt, ist das auch voll fein. Aber ich liebe alle Models gleich. Ich spreche euch hier keine Präferenzen ab, aber ich liebe alle gleich. Deswegen tut es ein bisschen weh, einfach zu hören, das andere ist besser oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ihr könnt eure Präferenz auf jeden Fall haben, so. Das ist mir absolut klar. Meine Präferenz ist Luna. Na, oh, danke. Wo bin ich? Oh, da bin ich. Bin oben. Mit Gitarristen auf dem Konzert gehst du ja auch nicht hin und sagst, wie er seine alte Gitarre weiterspielt. Ja, I mean, it's like I said, it's totally fine if you have preferences. Jeder darf seine Präferenzen haben. Aber für mich ist ein Model auch eine gewisse Art an, wie kann man das sagen, kreativem Ausleben und Appreciaten von Künstlern. Und ich liebe alle Kunstwerke gleich. Sie sind in anderen Stilen, aber das heißt nicht, dass ich eins krass viel mehr mag als ein anderes. Die aus dem englischen Raum auch ein bisschen schauen, ihr kennt sicherlich Iron Mouse, die hat auch viele Models. Und ich bin mir sicher, dass sie alle Models gleich liebt. Ich meine, dieses Model hat keinen Schwanz, der sich hin und her bewegt. Also die ganze Zeit hin und her bewegt beispielsweise. Dafür hat dieses Model einen absolut krassen 3D-Log. Aber es hat nicht so krasse Augenphysics. Jedes Model hat so kleine itzy-bitzy-Sachen, die ich halt an dem anderen Model mag. Ich bin halt einfach nur so honored, dass ich zwei Models von zwei so wundervollen Künstlern habe. Dia, she's a goddess, but Naya is also like a goddess. Both of them are like goddesses. Ich habe zwei Models von zwei Goddesses. Und ich bin so honored, dass ich wirklich einfach zwei Models von so wundervollen Künstlern habe. Das hätte ich mir niemals zu träumen gewagt. Also legit niemals. Mein Chibi-Model ist gerade wie mein neues Spielzeug. Wenn ihr als Kind neues Spielzeug hattet, habt ihr das auch die ganze Zeit gespielt. Und dann habt ihr irgendwann die alten Sachen auch wieder mit den alten Sachen gespielt. Und ich bin gerade halt in der Phase, wo ich sehr viel das Chibi-Model nutzen möchte. Ich werde auch das große Model auf jeden Fall auch weiterhin nutzen. Keine Sorge. Dafür habe ich zu viel Geld in meine Models rein investiert, Leute. Es ist so ein Pain. So, ich will alle Künstler, die ich kenne, die toll sind, unterstützen. Aber erstens sind oftmals die Commissions nicht offen. Aber dann ist auch noch ein finanzieller Faktor natürlich. So viele Leute in unserer Community sind so krass in allem, was sie tun. Und ich stehe einfach immer nur so in Order und bin so, wenn ich nur halb so krass bin, wäre wie die. Damn. Hm, es schmeckt nach Ananas. Hm, es schmeckt nach Ananas. Hm, es schmeckt nach Ananas. Sonst radioaktiv. Hm, es schmeckt nach Ananas. Hm, es schmeckt nach Ananas. Hm, schmeckt nach Ananas, sonst radioaktiv.